Schon 3 Jahre dauert der Erste Weltkrieg. Von der Kriegsbegeisterung des Jahres 1914 ist nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil. Armut, Hunger, Todesmeldungen und Hoffnungslosigkeit. Überall im Deutschen Reich. Besonders hart hat es Gustav Hagendahl getroffen, den eisernen Gustav. Aus dem stolzen Berliner Droschkenunternehmen mit 32 Pferdetaxen und Kutschern ist nach und nach ein Ein-Mann-Betrieb geworden. Doch mehr noch schmerzt den Eisernen, dass es ihm nicht gelungen ist, seine Lieblingstochter Eva aus dem Einfluss des Zuhälters Eugen Bass zu befreien. Obgleich er sich sogar persönlich in die triste Absteige begeben hatte. Eva selbst hat keine Widerstandskraft. Zum Selbstmord ist sie bereit, aber dann fehlt ihr der Mut. Unterdessen amüsiert sich der Lieblingssohn Erich als Leutnant in der belgischen Etappe. Seinem Hang zur Großmannssucht und leichtem Leben konnte er sogar im Krieg treu bleiben. Im Gegensatz dazu erfährt Wilhelm, der ungeliebte Älteste des Gustav Hagendahl, die Leiden des Ersten Weltkriegs im Schützengraben. Zusätzlich belastet ihn, dass er sein Eheversprechen nicht eingehalten hat. Erst im Heimaturlaub kann er sich endlich aufraffen, Gertrud Gudde, die Mutter seines Sohnes Gustaving, zu heiraten, gegen den eisernen Willen seines Vaters. Erleichtert verlebt er einen kurzen, glücklichen Urlaub mit seiner Familie. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er sich gegen seinen Vater behaupten können. Was schaust du denn? Habe ich mal wieder wie ein Schwein benommen und du dein Gefühl keinen Zwang an? Adieu hättest du wenigstens sagen können. 3 Wochen Urlaub und kein Wort. Vielleicht siehst du nicht wieder. Was ich sagen wollte, habe ich gesagt. Die Gute ist ein feiner Mensch. No. Jawohl, ist sie. Und der Kleine ist gerade gewachsen und manierlich. Gewunken hat er, bis der Zug ganz aus dem Bahnhof war. Kannst du hinziehen zu dem Puckel, wo du jetzt Großmutter bist? Ich komme auch alleine zurecht. Die Klasse steht, Herr Direktor. Ja. Bitte, Herr Kollege. Will uns ein 4. Schreckensjahr im Geierflug umschweben, wir wollen nun und nimmer da erbangen und erbeben. Mag wieder uns zum grimmsten Streich die Neiderfaust sich heben, zum Kaiser und zum Deutschen Reich stehen wir mit Gut und Leben. Text.
mir beten. Haltung. Die Glasse hört. Auf dem Felde der Ehre fielen Günter Schwarz, bisher Oberprimaner unseres Gymnasiums, Grenadier im 3. Garderegiment zu Fuß. Herbert Siemichen, Oberprima, Kriegsfreiwilliger bei der 15. Feldartillerie 3. Batterie. Alfred Brinkmann, Oberprima, Kriegsfreiwilliger 6. Jägerregiment. Kennst du nicht? Nee, Herr Kriminalrat. Na klar. Und Nachdenken bringt dir auch nicht Licht ins Gedächtnis? Ich weiß auch nicht, was zu wollen. Na, das ist das Zeug für reiche Leute. Oder glauben Sie, ich behänge meine Noten mit solchen Klunkern? Was werde ich? Ein Kavalier wie du, der haut sich in die Fresse. Und lässt Pinkus den Waldspecht aufs eigene Portemonnaie klopfen. Ja, nur mir schenkt doch keiner was. Du kommst billiger weg, wenn du es zugibst. Die Glühe jägt da lieber in den Knast. Gut, dann gehst du. Ich will mich sowieso auf Unschuldslämmer spezialisieren. Mit dem, was vorliegt, werden sie dich schon eine schöne Weile aus dem Verkehr ziehen. Die Damen vom Alex werden denken, sie hätten Ferien. Können Sie mit mir nicht machen, Herr Kriminalrat? Klappe! Halben Liter Milch täglich, 30 Gramm Butterzulage, 150 Gramm Weißbrot. Es wird zwar nicht alles bewilligt, aber etwas wird schon bewilligt. Ach was. Schreibe ich 200. Gestern waren es 180 Patienten, heute sind es schon über 30 und es ist noch nicht mal halb elf. Und dann die Krankenbesuche. Immerzu schreibe ich. Bin wie eine Maschine, die Rezepte ausstellt und Lebensmittelzusatz beantragt. Und war mal Assistent bei Robert Koch. Aber das interessiert Sie nicht. Sie haben Ihre eigenen Sorgen. So. Hier haben Sie Ihre Wische. Ja. Vielleicht helfen Sie was. Danke. Nicht nur Ihr Junge ist unterernährt, Sie auch. Im wievielten Monat sind Sie? Im 3., Herr Doktor. Schonen Sie sich, wenn Sie können. Aber können Sie eben nicht. Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank. Bitte. Wer ist denn nicht?
Nur da, Sir Justav. Ich sage ja nicht. Ich denk mal was. Und was denkst du, Justav? Dass seine Majestät sich nach Holland verkrümelt haben und ich auf 25.000 Mark Kriegsanleihe sitze, ich Armleuchter. Von denen ich mir nicht mal mehr Spiegeleier braten kann, wenn ich sie in den Herd stecke. Guten Tag. Mutter lässt fragen, ob du zum Abend nach Hause kommst. Weiß ich nicht. Monsieur. Wo gehst du hin? Zu Rappold, Matheochsen. Trigonometrische Gleichungen und so. Bücher brauchst du nicht zu, wa? Nö, hat ja Rappold. Da geh nicht in die Stadt, da schießen sie. Ich werd mich hüten. Wieso schießen die eigentlich? Weiß ich nicht. Weil sie gewohnt sind. Also nicht mehr auf Franzosen, auf Engländer schießen, auf niemand. Da schießen sie noch das letzte bisschen Geschäft kaputt. Bremer Börse, EF, die ganz spitzen. Herr Hackendahl, ich hab sie doch gebeten, nicht so oft zu kommen. Irmchen ist doch nur so jung. Na, wer redet denn von Irma? Ich brauch Federn, zwei Bremer Börse. Aber sie haben doch schon mehr als ich im ganzen Laden. Naja, ich hab eben starken Bedarf. Tag, Irma. Hast du gehört, in der Stadt sollen sie schießen? Auch prima, gehen wir hin? Na klar, aber ein bisschen Dalli, sonst ist der Spaß alle, ehe wir da sind. Aber Irmchen, unter keinen Umständen erlaube ich dir, dass... Ich nehme doch bloß fünf Dorchen, Mutter. Kannst du mal vom Platz abziehen? Hackendahl, sie sollten sich schämen mit einem Kind.
Frau Quas, vor Ihnen steht ein Ehrenmann. Ach, Quatsch, nicht Soße. Tschüss, Mutter, das ist doch ein Süßen. Hey, was ist denn los? Rapusten, Kohldampf und Latscherei zu füllen. Was ist denn das eigentlich, so eine Revolution? Keine Ahnung. Naja, die Französische hast du ja in der Penne gehabt. Minister, Könige, Kaiser, Guillotine, Kopf ab. Willem ist doch fort. Naja, aber Russland, Lenin. Und wer ist bei uns Lenin? Weiß nicht. Liebknecht vielleicht. Aber den haben sie eingespannt, weil er hier in den Krieg gerät hat. Na, du ist aber wieder frei. Ey, guck mal da. Was ist los? Du, das ist mein Bruder, Erich. Das nehmen wir lieber ab, Kamerad. Das brauchen wir nicht mehr. Wir fahren ja gleich weiter. Du möchtest doch mit nach Hause nehmen. Diesen Dreck brauchen wir nicht mehr. Vorgesetzte gibt es nicht mehr. Und Militaristen haben ausgespielt. Erich! Brüderchen, mein Fräulein. Willst du mich der Dame nicht vorstellen? Das ist mein Bruder Erich, Freund Quas. Sag mal, bist du schon lange wieder in Berlin? Ganze Weile. Und warum hast du dich nicht zu Hause gemeldet? Du, beschäftigt. Später vielleicht mal, ne? Am besten, du sagst gar nicht, dass du mich gesehen hast. Was machst du denn eigentlich? Politik, Brüderchen, Politik. Aber das ist zu kompliziert, dir das jetzt zu erklären. Am besten, du besuchst mich mal im Reichstag. Wo? Im Reichstag. Hier, mit dem Passierschein kommst du überall durch. Ich hab da ein Büro. So, die Genossen werden ungeduldig. Mein Fräulein. Netter Bruder. Falscher 50er und 40. Denkt, er muss bloß kicken und alle Mädels wünschen sich gleich ein Kind von ihm. Irma, nimm dich. Deine Mutter denkt doch, du glaubst nur an einen Klapperstorch. Aber ein falscher Hund ist er. Schon gehört? Mhm. Berlin jetzt rund. Die Politischen sollen rausgelassen werden. Ja, dann sind wir politisch. Die quatschen hier ab. Rein. Wer ist denn da? Ich bin's. Eva. Lass mir rein, Tutti. Ich muss mit jemandem reden. Oder ich bring mir um. Na ja, dann komm mal rein. Aber sei leise, weck mir den Jungen nicht auf. Na, was ist? Red schon. Ich hab Angst. Ja, gut. Für was hast du denn Angst? Ja, tot. Auf den Straßen kämpfen sie. Der Eugen ist wieder los. Ach was, der Eugen. Der sitzt doch in Brandenburg im Zuchthaus. Auch Willem hat gesagt, der kommt das nächste Jahr raus. Aber Jude, der ist raus, ich weiß es. Die haben ihn rausgelassen. Wer? Die Matrosen? Ja. Der hat ihn weiß gemacht, dass er ein Politischer ist. Und da haben sie ihn rausgelassen. Ich weiß es ganz bestimmt, Gertrud. Ich hab so eine Angst. Komm, setz dich.
Wenn der mir wieder findet. Dann fängt das alles von vorne wieder an. Wenn ich mich hier noch anschaffe, dann vertrimmt er mir, dass ich nicht mal vor die Tür gehen kann. Das ist ein Vieh. Ein ganz kaltes, gemeines Vieh. Was soll ich machen, Gertrud? Ich traue mir nicht mehr auf mein Zimmer. Eva. Sag mal, hast du was gespart? Ja? Bei mir ist nicht weg aus Berlin. Kannst erwarten, bis der Thea von der Front zurück ist. Die werden es den Matrosen schon zeigen, was es heißt, Zuchthäusler rauslassen. Die machen mit so eben wie deinem Eugen. Mit dem machen die kurzen Prozess. Wer? Die Soldaten? Ja. Was mit den Soldaten. Die haben jetzt nichts mehr zu vermelden. Jetzt, wo wir besiegt sind und der Krieg verloren ist. Was sagst du da? Wir sind besiegt? Sag mal, hast du überhaupt kein Ehrgefühl mehr? Du bist doch die Schwester von Wilhelm. Du weißt doch, wofür er gekämpft hat. Und du sagst besiegt. Aber Gertrud, ich hab doch nicht Wilhelm gemeint. Wir sind nicht besiegt. Steht doch überhaupt kein Feind im Land. Und du sagst besiegt. Sag das nicht noch einmal, du. Nicht hier und nicht von mir, hörst du? Gertrud. Wir haben gesiegt. Ja. Gegen eine Welt von Feinden. Haben wir gekämpft und gesiegt. Und Wilhelm. Wilhelm war draußen. Vom ersten Tag an war er draußen. Und hat seinen Kopf hingehalten. Für mich, für den Jungen, für uns alle. Auch für dich. Und ich muss mir von dir sagen lassen. Dass er für nichts gefallen ist. Na, Evchen? Auf Arbeit gewesen? Tüchtig. Was hat's denn gebracht heute? Ich hab nur eine Verwandte besucht, Eugen. Eine Verwandte? Eine Verwandte hast du auch noch? Hab ich dir nicht 100 Mal gesagt, ich bin deiner Verwandtschaft? Ja, Eugen. Schön, dass du wieder da bist. Knie dahin. Aschenbecher. Bitte, Eugen, nicht. Du verbrennst mir die ganze Hand und ich muss schreien. So musst du? Aschenbecher. Ich hab auch für dich gespart, Eugen. 468 Mark. Ich war fleißig. Bitte nicht, tu's nicht. Stell auf die Kohlen her.
Eder, halt die Taxe an! Los, Dove! Wohin denn, Eugen? Feiern, ich bringe zu meinen Kumpels alle dufte Jungs. Die sollen auch mal ihren Spaß haben. Mach dir doch nicht, du bist doch ein kaltes Aas. Oh, dass du mir bloß nicht blamierst. Zeiten alleine zum Reispapillieren lassen? Hey, pass auf, Tochter der Quasen, sonst schneidet dir der kleine Junge die Ohren ab. Der ist haben, denn hängen. Bestie Weib. Die ist nämlich vom Zirkus. Mann, ich glaube, wir verdrücken uns besser. Da vorne in den Hauseingang. Wollen wir nicht lieber umkehren? Von wem? Was wir uns vorgenommen haben, machen wir auch. Ich glaube, die Luft ist wieder rein. Wollen wir? Du zitterst ja. Och, das ist nur wegen dir. Schließlich bin ich ein Mann und hab die Verantwortung. Ist doch klar, oder? Wärmchen. Gehen wir? Ich wollte zu meinem Bruder. Der giltet nicht mehr. Giltet nicht? Wieso denn nicht? Weil wir heute der roten Genossen hier ausgeräuchert haben. Arbeiter- und Soldatenrat haben wir abgeschafft. Und wer ist jetzt dran, bitte? Sie leben wohl hinterm Mond. Eigentlich nicht. Aber die Zeitung von morgen habe ich noch nicht gelesen. Schon mal was von Noske gehört, Fräulein? Wie hieß denn Ihr Bruder? Leutnant Hackendahl. Gehen Sie mal zum Posten am Portal. Vielleicht kann der Ihnen sagen, wo er abgeblieben ist. Um die Ecke und die Treppe hoch. Wir wollten zu Leutnant Hackendahl.
Nee, hier heißt kein Aachen da. Ja. Na, das hat ja nicht viel zu besagen. Hier war so viel los in der letzten Zeit. Na, sehen Sie, dann ist mein Bruder vielleicht doch noch da. Man müsste mal ein bisschen die Zimmer abklappern. Na, ich darf da meinen Posten hier nicht verlassen. Aber die Boten sind ja alle weggelaufen. Na gut, kommen Sie mal. Vielleicht weiß Justizrat Pasolz Bescheid. Entschuldigung, Herr Doktor. Ihr Bruder ist Sekretär beim Abgeordneten Keller. Du musst dich jetzt entscheiden, Erich. Entweder du gibst das alles auf, was du dir zugelegt hast. Villa, Dienerschaft, Auto und so weiter. Ich frage nicht, wer das für dich finanziert. Und fängst zu arbeiten an. Richtig. Hart. Oder unsere Wege trennen sich. Jetzt und für immer. Ich verstehe nicht, was mein Privatleben mit meiner Arbeit hier bei Ihnen zu tun haben soll. Du verstehst das nicht. Du willst es nicht verstehen. Na gut, du hast dich entschieden. Ich kann in dieser schweren Zeit niemand um mich brauchen, der nicht mein volles Vertrauen hat. Aber Sie können mir doch vertrauen, Herr Keller. Nein, du hast mich belogen. Es geht ja überhaupt nicht um die Sache. Von Anfang an hast du immer nur an dich gedacht. Das war mein letzter Versuch. Jetzt muss ich es dem Leben überlassen, dich vielleicht auch noch zurechtzubiegen. Was macht ihr denn hier? Wieso denn? Du hast doch gesagt, wir sollen nicht im Reichstag besuchen. Wir haben zweimal angeklopft. Dass wir ungelegen kommen, haben wir erst gemerkt, dass wir hier waren. Ach, wenn ihr ein bisschen knatscht mit dem Alten, kommt in den besten Familien vor. In der Politik sowieso. Zigarette? Nee, danke. Ich rauche nicht. Wieso denn knatscht? Der Abgeordnete hat dich doch gefeuert, oder? Keine oder. Was geht dich das überhaupt an? Mach du erst mal die Penne zu Ende. Warum hast du dich denn nicht verteidigt? Ist es wahr, was er dir vorgeworfen hat? Soll ich dir einen Vortrag über Politik halten? Na klar. Was glaubst du, warum ich hier bin? Verstehst du das sowieso nicht. Wenn einer wie du es mir erklärt, bestimmt nicht. Noch ein Wort, Bubi. Du kriegst eine geschoben. Ach, verzichte, Brüderchen. Bin im Bilde. Für dich hat es doch bloß immer eine Partei gegeben, die bist du selber. Am liebsten als Kassierer. Ach, so kleine brüderliche Auseinandersetzung, entschuldigen Sie bitte. Aus reiner Liebe, nicht wahr, kleine Dame? Ich bin keine Dame. Na, vielleicht werden Sie noch eine. Aber dass ich eine mal irren kann, das geht wohl über deinen Horizont, was? Na, und das bei diesem Irren durcheinander, es kann doch schon mal passieren, dass einer aufs falsche Pferd setzt. Der Reichstag ist ja wohl kein Rennbetrieb wie der Hoppegarten. Zur richtigen Zeit. Die richtigen Konsequenzen ziehen. Das kapierst du nicht, ne? Aber der Keller hat wahrscheinlich ganz recht. Ich eigne mich nicht für die Politik. Und was willst du machen? Du hast doch nichts gelernt. Oh, ich habe noch ganz andere Eisen im Feuer. Erich Hackendahl ist nicht für die Bratpfanne gebaut. Grasgrün werdet ihr noch werden von... Deckung! Aus. Der Zauber.
Waren das deine Freunde, die Matrosen? Nee, ich schätze, es waren die kaisertreuen Offiziere, die sich gegenüber im Architektenhaus verschanzt haben. Aber unsere Leute werden denen schon Zunder geben. Ja, Zeit fürs Abendessen. Ich lade euch ein. Ich habe eine kleine Hütte in Dahlem. Nee, ich muss nach Hause. Oh, auf ein Stündchen wirst du wohl nicht ankommen, was, kleine Dame? Junges Fräulein. So, und jetzt kannst du reingehen und das Brüderchen anschauen. Und dann gibst du deiner Mutter einen Kuss. Wie wird's werden, Herr Doktor? Liebe Frau, Sie wissen doch selber, das Leben nur vom Geborenwerden abhinge. Dann wüchsen auf Kastanienbäumen Schrippen. Sag mal, das gehört alle dir? Ja, sozusagen. Mensch, ist dein Bruder fies. Sozusagen. Aber heute gibt was zu futtern. Alles ruhig, Radke? Nichts gesehen und gehört, Herr Leutnant. Der Chauffeur, der Gärtner und Sie machen heute Nacht umschichtig Wache. Und dass die Waffen bereit liegen, Radke. Zu Befehl, Herr Leutnant. Ja. Nee, nee. Dann wollen wir mal. Eh bien, Eric, te voilà enfin. Meine Braut, Tinette Hüller. Und das ist mein kleiner Bruder Heinz. Quatsch, das mit dem Rennstall hast du dir eingebildet. Ich habe immer noch von einem Stall gesprochen und das stimmt ja auch. Als ich einrückte, hatte mein Vater 30 Pferde, nicht wahr, Heinz? Ja, ja, hat er mal gehabt. Fiakerpferde, 30 Fiakerpferde. Ja, auf jeden Fall war er ein reicher Mann. Dass er durch diesen dämlichen Krieg zum armen Droschkenkutscher geworden ist, das habe ich auch erst vorhin auf der Fahrt hier heraus erfahren. Ist er nicht himmlisch? Der reine Parzival, wie aus dem Märchen. Soll ich noch mal? Ja, natürlich. Versuchen Sie so lange, bis Sie ihn an der Strippe haben, Radke. Prost! Mein armer, armer Erik. Dein Vater ist Droschkenkutscher und nun ist er auch noch pleite. Bitte. Lass die Zicken, Tinette. Als wenn man einen Mann wegen seines Vaters liebte. Mach nicht so ein Gesicht, mon cher. Es bricht einem ja direkt das Herz. Komm. Ich will nach Hause. Ja, gleich, Irmchen. Setz da auf den Arsch und steh dich im Wege. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen.
Guten Abend, Herr Kommerzienrat. Tag, schon gnädigste. Der Überfall. Und nur hopp, 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 raus aus dem Bettchen, sonst kriegt Ballermann Keuchhusten. Zur Siegesfeier. Sperr die Weiber in den Keller. Ist gut. Komm. Los. Genieren Sie sich nicht, Herr Graf. Scheißen Sie sich fest in die Hosen. Oder bitte mal Schiss gehabt. Jetzt seid ihr mal dran mit der Scheißerei. Los, rein mit euch. Dalli, Dalli, los, macht schon. Los, einmal's mal. Schöne Schnauze halten, na? Mach dir keine Sorgen. Du hast es doch noch immer geschafft, Erik. Wenn jemand kommt und Geld will, werde ich ihn an der Haustür abfangen und mit meinem Lächeln bezaubern. Ich staune. Da hast du das ganze Zeug ja also auf Pump gekauft, hä? Hab ich mir gleich gedacht. Halt die Klappe, Bubi. Wenn ich einen Schuljungen frage, was ich zu tun und zu lassen habe? Von einem Schuljungen kann einer wie du noch eine ganze Menge lernen. Ich habe jedenfalls kein Geld aus Vaters Schublade geklaut. Ich hau dir in die Schnauze. Das würde ich dir nicht raten, Herr Leutnant. Die feindlichen Brüder. Sind sie nicht süß? Kommst du nur mit oder nicht? Nun fang du nicht noch an, mich zu bemuttern. Hey, Irmann, du lauf doch nicht gleich weg, Mademoiselle. Was gibt's dran? Passwort ist am Telefon. Ich glaub, ich hab wirklich einen in der Krone. Du musst versprechen, dass du wiederkommst, Donny. Erik hat das alles nicht so gemeint. Aber ich, weil es nämlich wahr ist. Schau mal rein, wenn du mal Zeit hast. Es ist nicht lustig, wenn man in so einem großen Haus allein ist. Wo ist er, du Dreckhaufen? Ich nehme meine Macht, dass ihr die Größe aus der Ohren raus sind. Und dann täte ich. Schlaumeier. Lieber hier übernachten? Nein, nein, geht schon. Die frische Luft wird mir bestimmt gut tun. Gute Nacht. Ist er weg? Na, wenigstens hat er nicht in die gute Stube gekotzt. Alles in Ordnung. Dieser Persold ist ein wunderbarer Mensch. Später. Erstmal in Ruhe Schlaf, dann machen wir weg. Dann. Jetzt darfst du Vater mal entzücken. Darf ich bitten, Herr Baron? So, Ede. Der nächste, bitte.
Kutscher, fahren Sie. Dann eben nicht. Bonne nuit, Du brauchst doch nicht zu fürchten von mir. Ich bin doch dein Eugen. Dein süßer, lieber Eugen. Was ist denn? Das geht ganz leicht. Und weh tut's auch nicht. Sag Eugen zu mir. Sag's. Eugen. Hallo? Ist da wer? Spürst du mich? Ich bin und bleibe dein Eugen. Und man muss mir noch verzeihen. Meine Kleine, meine Süße. Sag deinem Eugen. Sag ihm ganz leise ins Ohr. Hast du schon mal?